Samstagabend, das Tipi am Kanzleramt. Eigentlich wäre es eine ganz normale Vorstellung. Geldhafts präsentiert Love, ihr Konzert über die Liebe und die Liebe zu Berlin. Doch ein Gast ist ganz besonders an diesem Abend und das ist auch gut so. Denn Klaus Wowereit gibt ihr am 11. Dezember nicht nur sein Amt als regierender Bürgermeister ab, sondern auch seinen Posten als Berliner Kultursenator. Große Überraschung deshalb für einen Mann, der durch sein Wirken auch viel gerade für die Künstler in dieser Stadt getan hat. Geldhaft sagt auf ihre ganz besondere Art und Weise Danke an Klaus Wowereit. Viele Prominente aus Theater, Film und Fernsehen kamen, um ihr Gleiches zu tun. Und die Entertainerin erfüllte sich sogar einen ganz eigenen Wunsch, ein letzter Tanz mit einem ganz besonderen Mann. Doch es blieb nicht dabei. Klaus Wowereit und sein Lebensgefährte Jörn Kubicki bekamen alle Ehre, die das Tipi und die Bar jeder Vernunft auffahren haben können. Nicht zuletzt eine lebenslang gültige Ehrenkarte und ein ganz besonderer Tortenanschnitt lässt hoffen, dass beide auch in Zukunft der Berliner Kultur erhalten bleiben. Nachfrage bei den Gästen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt müssen wir natürlich ja eine, wenn nicht sogar mit die beste Freundin von Klaus Wowereit befragen, Judy Winter. Hallo erstmal. Und Judy, was geht in dir vor, wenn jetzt so der Abschied von dem regierenden Bürgermeister näher kommt? Ja, es ist ein mulmiges Gefühl und ich kann es mir schwer vorstellen, die Stadt so ohne ihn. Und wir werden sehen, aber also es ist ein bisschen komisch, ja. Wirklich wahr. Du warst ja gerade mit ihm gemeinsam Schirmfrau bei der Gala Künstler gegen AIDS. Dann hat er ja dort auf dieser Gala versprochen, auch nächstes Jahr, wenn er gefragt werden würde, würde er wieder als Schirmherr mit zur Verfügung stehen. Wie wichtig ist ein Klaus Wowereit quasi in der Arbeit ja, mit AIDS-Kranken oder von HIV-Betroffenen generell gewesen in den vergangenen Jahren für die Berliner AIDS-Hilfe beispielsweise? Er hat immer Verantwortung übernommen. Er war auch Kuratoriumsmitglied, also da konnte man sich auch auf ihn verlassen. Und es ist einfach eine große Sicherheit zu wissen, dass von ganz oben kein Siehstefinger, kein Zeigefinger, kein irgendwas, sondern wirklich nur Hilfe kommt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Helmut Baumann ist zu uns gekommen. Und Herr Baumann, was verbinden Sie denn mit dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit? Warum fällt Ihnen vielleicht auch der Abschied nach 13 Jahren schwer? Also, der war ja ein großer Innovator hier in der Stadt. Er hat wirklich was bewegt, was angeschoben und etwas, was nicht Etepetete und High Class und sondern er hat sich wirklich um die Mitte gekümmert. Er hat sich gekümmert darum, dass in der Stadt was los ist, dass es bewegt, dass Leute hierher kommen und dass ja, also irgendwie das Flair der Stadt verändert. Und das liegt in seiner Person. Also da hat er gar nicht irgendwie herumgehirnt, sondern das hat er einfach aus dem Bauch heraus so empfunden und im richtigen Moment umgesetzt. Und das ist ganz toll und ja, deswegen ist es ein bisschen traurig, dass er vorbei ist. Das Besondere natürlich auch ein ganz besonderes Lied für Klaus Wowereit. Eine Liebeserklärung an einen Mann, der, wie Geldhafts schon sagte, Berlin verändert hat und gerade auch vieles zum Guten. Together forever and ever, we're heading to infinity. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gail Tafts hat sich gesagt, Mensch, ich singe ein Lied für Klaus Wowereit. Warum ist dir dieser regierende Bürgermeister so ans Herz gewachsen? Ich glaube, weil er hat mich wirklich begleitet seit Anfang an in meiner Karriere. Ich erinnere vor 100 Jahren, als ich in Stücketheater in Kreuzberg gespielt habe, wirklich ohne Geld, nur mit einem Klavier mitten im Raum. Und er war da, bevor er Bürgermeister war. Wir kennen uns, bevor er Bürgermeister war. Er war immer da in allen
diese Jahre, er zahlt immer für seine Karte, muss ich auch sagen, fragt nie für eine Freikarte. Und natürlich, seine Bekanntheit als Bürgermeister hat Leute zu mir gebracht. Und er war so einfach unterstützend und er ist einfach als Mensch. Ich habe seine Mutter auch kennengelernt, dieser nette Mann, dieser gute Berliner Junge. Und dann haben wir dich auf der Bühne mit ihm tanzen gesehen, das heißt, schwang da im wahren Wortsinne so ein bisschen Wehmut auch mit? Ach, das ist, ja klar, ich glaube, wenn, das ist die Ende einer Ära. Und natürlich, die Zeit muss vorne gehen, natürlich. Und ich freue mich auf die nächste Zeit, natürlich. Herr Renner und Herr Müller würden das natürlich auch machen. Aber es braucht zwei Menschen zu machen, was er in einer Person macht. Ne? Und ich finde es spannend, was jetzt passieren wird, auch mit Klaus. Was hat er denn für die Stadt, für dich auch bedeutet? Wie sehr hat er denn diese Stadt geprägt, gerade wenn du sagst, es ist eine Ära vorbei? Ja, genau in dieser Zeit hat er diese Stadt sehr geprägt. Für mich als Ausländerin kann ich nur sagen, dass außerhalb von Amerika, was Berlin ist für ein hipper Staat und für eine Anziehungskraft diese Stadt hat, modern, diese Mischung aus modern und Geschichte, diese Mischung aus Ost und West, diese Mischung aus was war gestern und was ist morgen. Und Klaus war ein großes Symbol auch dafür, und für Toleranz und Akzeptanz. Wie wichtig wird das gerade in der kommenden Zeit werden, wenn wir ja Konflikte auch in Europa haben, dass es vielleicht, ja, dass es eine tolerante Stadt wie Berlin braucht? Ja, ich glaube, das ist der Hauptsache, weil Toleranz ist ja ein großes Ding. Auch einfach, dass wir haben diese homosexuelle Bürgermeister gehabt, die hat gesagt, das ist gut so, es ist kein großes Thema. Und das war ein großer Schritt vor. Und ich glaube, in Europa, wir müssen das immer wieder lernen und sagen und tun, wir sind alle Menschen und wir gehören alle hier, weltweit. Klaus Wowereit, wer ihn kennt, merkte, ein klein wenig Wehmut kommt bereits auf in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Danke, Klaus. Schade, dass du gehst. Das war die einhellige Meinung an diesem Abend. Und nun wollen wir natürlich am Schluss unserer Sendung den Mann und seinen Lebenspartner zu Wort kommen lassen. Ja, weshalb wir diese Sendung gemacht haben. Tschüss, Wovi, sagt Berlin. Und Klaus Wowereit, haben Sie nach so einem tollen Abend mit Gerd Hafts natürlich und mit so vielen Freunden und Bekannten auch so ein bisschen die Träne schon im Auge? Ja, na klar, Wehmut ist auf jeden Fall dabei. Das ist eine lange Zeit, die steckt man auch nicht so einfach weg. Und es waren für mich sehr, sehr schöne Jahre. Ich hoffe, für Berlin auch. Konnte ein bisschen mit daran tun, dass Berlin sich weiterentwickelt hat. Und das ist eine tolle Stadt. Und mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern, die diese Stadt mitprägen, das Image der Stadt ja gestaltet haben und auch zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen haben, da macht es besonders Spaß. Und da sind auch viele persönliche Freunde dabei. Ein ganz wichtiger Faktor für Sie, für Ihr Leben, für Ihren Halt, ist natürlich Ihr Partner Jörn Kubicki. Und den wollen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch mal zu Wort kommen lassen. Denn Jörn, Sie haben natürlich wirklich alles mitgemacht, was Klaus Wowereit hat aushalten müssen. Ich weiß gar nicht, sind Sie eigentlich morgens, er steht ja, glaube ich, sehr früh immer auf, mit ihm gemeinsam aufgestanden. Also wie sehr erleichtert sind Sie denn, dass er jetzt auch privat ist, dass der Terminkalender dünner wird und dass er vielleicht auch mal länger ausschlafen kann? Na, ich freue mich drauf. Ein paar Bedenken habe ich auch, ob er das hinkriegt, so von heute auf morgen gar nichts mehr zu machen. Aber ich freue mich da natürlich drauf. Das wirkt sicherlich gut. Merken Sie denn jetzt schon, wenn es jetzt gen 11. Dezember geht, dass er mehr Zeit mittlerweile hat, dass er ein bisschen entspannter geworden ist? Im Moment merke ich noch nichts von mehr Zeit. Das ist ein Termin jagt den nächsten und das ist wie so eine Deadline bis zum 11. oder bis zum 12. und dann ist erstmal Space. Was passiert eigentlich genau am 11.? Ich war so ein bisschen erschrocken, Klaus Wowereit, wenn ich so die Vorankündigung, man muss dem Zuschauer kurz erklären, das Abgeordnetenhaus schickt immer so einen Plan raus, wann es dann bei der Sitzung losgeht. Sie werden relativ schnell, auf gut Deutsch verabschiedet, relativ zackig am Morgen. Ja, was passiert dann? Rein praktisch, räumt man dann schon sein Büro? Hat man dann schon Freizeit? Also erzählen Sie es mal ganz kurz. Also in der Tat, es geht relativ schnell, weil geredet habe ich ja jetzt bei der letzten Abgeordnetenhaussitzung. Ja, dann wird eigentlich der Neue gewählt. Und wenn der gewählt ist, wenn er vereidigt ist, dann bin ich außerhalb des Amtes. Und dementsprechend ist der Schreibtisch am 11. schon geräumt. Und offiziell wird es ihm dann nochmal übergeben, ein paar Tage später. Aber ja, nee, dann ist Ende.
Und dann fängt das neue Leben an. Ja. Was passiert eigentlich im Roten Rathaus? Waren schon die Sekretärinnen bei Ihnen und haben schon gesagt, Mensch, Herr Wobereit, wir wollen uns verabschieden. Gab es vielleicht auch schon eine Abschiedsfeier? Verraten Sie es uns doch mal ganz kurz. Was war los die letzten Tage? Naja, jeder Tag ist jetzt ein Abschied, immer von den unterschiedlichen Gruppen. Richtig Abschied nehmen von meinem Büro, das machen wir noch. Und Jörn, was plant ihr danach, nach dem Abschied sozusagen erstmal 6 Wochen in den Urlaub oder was kommt dann? Dann muss man ja irgendwie erstmal raus aus der Stadt, oder? Erstmal nichts. Erstmal nichts. Naja, nichts. Es gibt keine Pläne. Und dann kommt Weihnachten. Das ist auch schon mal schön, ne? Und dann wird man sehen. Es gibt noch keine richtigen Pläne, so halbgare, aber die kann man noch nicht so richtig laut sagen. Gibt es denn, Klaus Wobereit, eigentlich ein Versprechen an die Zuschauer, dass sie in der Stadt bleiben? Viele munkeln ja immer, was wird er danach machen? Ich vermute mal, uns wird das jetzt auch nicht verraten, aber vielleicht können Sie ja so ein bisschen die Richtung andeuten, ob Sie in der Stadt bleiben und ob Sie politisch weiter ja, sich engagieren wollen werden. Oder sagen Sie, nee, ich engagiere mich für die Stadt im weitesten Sinne. Jetzt habe ich ja schon ein paar Brücken gebaut. Ne? Also erstens bin ich Berliner, ich bleibe in Berlin, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Ja, was dann noch kommen wird, das werden wir eben sehen. Ich werde mich sicherlich in der einen oder anderen Weise auch noch engagieren, aber garantiert nicht in der Tagespolitik und hoffe auch da den richtigen Abstand halten zu können, nicht Ratschläge zu geben, die keiner hören will, sondern tatsächlich mich zu Wort zu melden vielleicht, dann, wenn es um übergeordnete Themen geht, da bin ich auch gerne zu bereit. Für mich ist das Credo, diese Stadt muss eine innere Liberalität behalten und jeden Tag erneut leben und dafür kämpfen. Und dazu will ich sicherlich auch einen Beitrag leisten. Schlussfrage, was wünschen Sie Michael Müller? Ja, Ratschläge wollen Sie ja nicht geben. Nee, alles Gute natürlich, gute Nerven, immer auch ein bisschen heitere Gelassenheit. Es ist so schwer, dieses Amt, aber es ist auch ein wunderschönes Amt. Also viel Fortune, viele Unterstützung für die Aufgaben, die vor ihm liegen. Und er ist ein sehr guter, ich freue mich, dass er mein Nachfolger wird. Wirklich allerletzte Frage, Jörn Kubicki, schon das passende Weihnachtsgeschenk gekauft? Gerade wenn wir so ja, die Brücke auch zu Weihnachten gefunden haben? Nee, wir haben uns gerade gestern versprochen, uns nichts zu schenken dieses Jahr. Okay. Naja, mal sehen, wer sich alles nicht dran hält. Schade. Vielen, vielen Dank, Klaus Wobereit. Ein paar Tage erleben wir Sie ja noch als regierenden Bürgermeister. Vielen Dank auch Jörn Kubicki. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war quasi unser Tschüss-Wovi-Spezial von uns für Sie. Ja, und nochmals einen schönen Abend. Gleichfalls, alles Gute. All the best to you, Klaus. We love you. Good night.